Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Jens von Optionsstrategien für die Praxis und wie angekündigt gibt es also heute das Video für unseren neuesten Online-Lehrgang Optionshandel für kleine Konten. Und jetzt müssen wir natürlich erstmal klären, was ist überhaupt ein kleines Konto? Also dieses Webinar, dieser Lehrgang richtet sich an all diejenigen, die ein Konto haben in einer Größenordnung so zwischen 4.000 und vielleicht 20.000 Dollar oder auch Euro, also doch ein relativ kleines Konto. Wer also sagt, okay, bislang konnte ich noch nie mit 4.000, 5.000 Euro Optionshandel machen, dem zeigen wir in diesem Video, wie das wirklich funktioniert. Und was wir hier machen wollen, ist Folgendes. Es geht nicht einfach darum, dass wir Strategien, die wir für große Konten nehmen, einfach hernehmen und sagen, okay, dann machen wir es ein bisschen kleiner für die Kleinen. Nein, es geht um ganz spezielle, ganz gezielte Strategien für diese kleinen Konten. Also, wir wollen Konten handeln so zwischen 4.000 und 20.000 Dollar oder halt den entsprechenden Gegenwert in Euro. Und was ist die Rendite? Was streben wir denn hier überhaupt an? Und bei diesem Lehrgang geht es also darum, wie man wirklich ein kleines Konto schnell nach oben bringt. Also nicht um diese klassische Zinssituation oder Verzinsung, die man in einem großen Konto hat, wenn man jetzt 100 oder 200.000 Euro handelt, sondern wenn man ein kleineres Konto hat. Und deswegen ist die Zielrendite, die wir in diesen Konten haben, mit diesen Modellen, die wir in diesem Lehrgang vorstellen, zwischen 2 und 5% pro Monat. So, und jetzt kann sich jeder ausrechnen, was das für eine Jahresrendite bedeutet und wie man natürlich damit auch ein kleines Konto relativ schnell nach oben bringt. Was macht es mir überhaupt möglich, so ein Webinar zu halten oder Ihnen anzubieten? Und dazu würde ich sagen, wir schauen mal in eines meiner eigenen Konten rein, nämlich ganz speziell so ein kleines Konto. Und dann werden Sie sehen, dass das wirklich machbar ist, dass man genau solche Renditen erzielen kann. So, und jetzt schauen wir einfach mal in das Konto hinein. Sie sehen also, ich habe hier in diesem Konto einfach die Kontoverwaltung aufgerufen. Das Konto wird bei CapTrader geführt und ich zeige mal hier die Kontoinformationen. Das Konto ist also das Konto meiner Frau. Ich nutze also ihr Konto für diese Strategien, die man bei einem kleinen Konto anwendet. Sie sehen, es ist ein ganz normales Konto, also ein Individualkonto mit Regt Margin, also das, was jeder ganz normal, wenn er privat ein Konto eröffnet, was er hier eröffnen kann, und es ist auf Euro geführt. So, und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie sich dieses Konto entwickelt hat, also ob diese Aussage 2 bis 5% pro Monat, ob denn das überhaupt realistisch ist. Ich habe dieses Konto eröffnet im Dezember, oder wir haben dieses Konto eröffnet im Dezember 2014. Und wir schauen uns einfach mal an, wie sich das Ganze jetzt im Laufe des bisherigen Jahres entwickelt hat. Also, Sie sehen hier, ich zeichne uns das auch ein wenig an. Wir hatten also zum 31. Dezember 2014 einen Stand in diesem Konto von 3.019 Euro. Das Konto wird in Euro geführt. So, aktuell Stand 19. März beträgt der Kontostand 5.377. Sie können hier auf der Seite allerdings auch sehen, dass ich mittlerweile in dieses Konto weitere von den Anfangsstand von 3019 nochmal 1.950 Euro eingezahlt habe. Das Thema Einzahlungen, gerade bei kleineren Konten, ist enorm wichtig und wird ja auch mit behandelt. So, was ist aber reell wirklich an Rendite rausgekommen? Und das kann man hier erkennen, nämlich in der sogenannten Market-to-Market-Bewertung. Und das sind 482 Euro, die also an Gewinn dazugekommen sind. Dann sehen wir hier unten, da gehen natürlich noch ein bisschen Gebühren ab und Commissions und so weiter. Und am Ende ergibt das allerdings hier eine zeitgewichtete Rendite. Da wird also nicht die Einzahlung mitgewertet, sondern wirklich nur das, was war da und was ist tatsächlich dann entstanden. Die Einzahlung erfolgt auch nicht mit einmal, sondern verteilt. Und da sehen wir, es ist hier eine Rendite von knapp 12% in reichlich 3 Monaten entstanden. Also der Januar, der Februar und der März ist noch nicht ganz vorbei. Und deswegen ist also diese Aussage 2 bis
5% pro Monat. Die ist also absolut realistisch. Warum wird es der ein oder andere sagen, zeigt er uns jetzt hier nicht ein Konto mit 10 Jahren? Ganz einfach, weil sie natürlich ein kleines Konto, wenn sie das mit 2 bis 5% jeden Monat anwachsen lassen und wenn sie zusätzlich noch Geld jeden Monat einzahlen oder quartalsweise, dann ist es kein kleines Konto mehr und dann können sie einige dieser Strategien, die wir hier im Webinar besprechen werden, nicht mehr anwenden. Aber solange das Konto beispielsweise jetzt unter 20.000 Euro ist, wird man solche Strategien anwenden können. Und dieses Konto hier, das werden wir auch während des Webinars nutzen. Das heißt, alle Trades, alle Strategien, die wir besprechen, werde ich live mit Ihnen in diesem Konto handeln. Und wir können also dann sehr schön auch schauen, wie hat sich das Ganze entwickelt. Wie gesagt, das hier ist die Zielgröße, 2 bis 5% pro Monat. Und wir sind ja mit insgesamt 11 Wochen, fast 3 Monate dabei. Das heißt also, da sollte dann irgendwas zwischen 6 bis knapp 15% Rendite auf diesem Konto zusätzlich zu den schon erreichten entstehen. So, das war der Blick ins Konto. Wieder zurück zu mir als Bild. Okay, wir haben also jetzt gesehen, 2 bis 5% im Monat sind also durchaus umsetzbar mit einem kleinen Konto. Und jetzt will ich mal zeigen, was in diesem Webinar-Lehrgang alles dabei sein wird. Also, wir werden als erstes spezielle Dinge besprechen, die für den Handel von kleinen Konten notwendig sind. Nämlich, wir werden auf die Bedeutung der Margin eingehen. Denn die muss man hier ganz anders betrachten als in einem großen Konto. Wir haben wenig Kapital, deswegen muss man das sehr, sehr effektiv einsetzen. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir die Margin auch richtig gut einsetzen, dass wir nicht Trades machen, wo wir sagen, naja, spielt ja keine allzu große Rolle. Hier muss jeder Trade wirklich ausgesucht sein. Wir sprechen natürlich über das Risiko. Das Risiko ist eine ganz wichtige Sache. Gerade wenn man wenig Geld hat, muss man sehr aufpassen. Wir reden über die Underlyings. Nicht alles, was wir in großen Konten handeln, können wir in kleinen Konten handeln. Umgekehrt aber auch. Dinge, die wir in kleinen Konten handeln, können wir nicht in großen Konten handeln. Deswegen werden wir speziell über Underlyings sprechen. Welche eignen sich? Wir werden spezielle Strategien besprechen und wir sprechen auch darüber, wie man ein Konto, was klein ist und was man als Ziel hat, dass man es groß macht, wie man das zum Wachstum bringt. Nämlich einmal durch Trading, aber auch noch durch ein, zwei andere Dinge. Das ist also der Start. Allgemein Handel von kleinen Konten. So, gehen wir ein bisschen mehr in die Details. Wir werden folgende Instrumente bei diesem Webinarlehrgang behandeln. Es geht prinzipiell immer um Optionen. Es geht nicht um irgendwelche exotischen Hebelprodukte oder irgendetwas. Es geht immer um das Thema Optionen. Und zwar, wir werden ETF-Optionen handeln. Wir werden Aktienoptionen handeln und wir werden sogar Future-Optionen handeln. Das heißt, selbst mit einem Konto, was vielleicht nur 5.000 Euro groß ist, kann man Future-Optionen handeln. Man muss bloß wissen, wie. Man muss die richtigen handeln. Da eignen sich auch nicht alle dafür. Und genau das werde ich in diesem Webinar-Lehrgang zeigen. So, nächster Punkt. Wir werden ein paar Schlüsselkonzepte besprechen, die für jeden eigentlich wichtig sind, der Optionshandel betreibt, aber gerade wer ein kleines Konto hat, da sind sie unheimlich wichtig. Volatilität, implizites Volatilitätsranking. Warum ist das so wichtig? Hier werde ich Ihnen unter anderem eine Plattform zeigen, eine kostenfreie Plattform, die in Deutschland eigentlich kaum jemand kennt, aber wo man sehr leicht herauslesen kann, welches IVR hat denn beispielsweise jetzt ein bestimmter ETF, eine Aktie, sogar ein Future, wo man das also ganz, ganz toll umsetzen kann. Ein wichtiges Hilfsmittel wird das sein. Wir sprechen über Liquidität, aber nicht einfach nur, dass wir sagen, ja, muss liquide sein, sondern woran erkennt man denn das? Wie ist denn das mit den Bid-Ask-Spreads? Warum gibt es in Aktien beispielsweise, wo die Optionen nur alle 5 Dollar eine Option haben, warum gibt es in Aktien, die an jedem Dollar einen Strike haben? Das werden wir besprechen. Wir sprechen über Dinge wie Possibility of Profit, also die Wahrscheinlichkeit eines Profits. Wir sprechen über Standardabweichung. Wie groß sind die Chancen, dass ein bestimmter Strike erreicht wird? Wie groß sind aber auch die Chancen, dass er zwischenzeitlich berührt wird und danach wieder wegläuft? Wir sprechen über eine wichtige Sache, nämlich Return on Capital.
Also wie viel generiere ich aus dem, was ich einsetze? Das ist gerade beim kleinen Konto wichtig, weil man da selektiv sein muss. Wenn Sie zwei gleiche Trades haben und der eine hat ein höheres Return on Capital, dann werden Sie in dem kleinen Konto nur den nehmen. In dem großen nehmen Sie einfach alle beide. In dem kleinen müssen Sie sehr selektiv sein. Das sind so Schlüsselkonzepte, die wirklich sehr, sehr wichtig sind. Und ich kann Ihnen versprechen, wer diese noch nicht kennt, dessen Handel wird sich danach grundlegend ändern. Sie werden ganz anders an den Optionshandel rangehen. Sie werden einen ganz anderen Blick auf den Optionshandel haben. Und Sie werden viele Dinge anders sehen, als Sie sie im Vorfeld gesehen haben. Jetzt kommt der spannendste Teil, auf den bestimmt die meisten warten, nämlich was machen wir denn da genau für Strategien? Und zwar werden wir folgende Strategien in diesem Webinar behandeln. Als erstes werden wir Strangles behandeln. Und nicht einfach nur Strangles, dass man sagt, okay, Call verkauft, Put verkauft, sondern Strangles auch in Sondersituationen. Wiederkehrende Strangles. Also Dinge, wo man sagt, das kann ich Monat für Monat für Monat immer wieder machen. Wir werden über Iron Condor sprechen. Wann ist es besser, ein Strangle zu machen? Wann ist es besser, ein Iron Condor zu machen? Was muss man bei einem Iron Condor beachten? Wir werden über das Konzept der Short Puts sprechen. Eine super Strategie für kleine Konten. Kann man aber nicht einfach so machen, dass man sagt, ich verkaufe einfach mal schnell einen Put. Nein, nein, da muss man schon wissen, welchen, warum, was sind die Chancen. Die sind außerordentlich groß. Was sind aber auch die Risiken? So. Wir werden eine ganz simple und einfache Variante der Earnings besprechen, also eines Earning Trades. Auch hier ist es so, ganz selektiv. Wir machen da nur ganz, ganz wenige Trades im Monat, aber diese haben so eine enorm hohe Trefferquote, dass es wirklich so ein kleines Konto nach oben gehen lässt. Und wir werden Sondersituationen besprechen, denn gerade mit einem kleinen Konto, wenn es zum Beispiel mal am Markt richtig zur Sache geht, wenn also irgendwo ein Markt richtig nach unten rauscht, da kann man mit einem kleinen Konto und mit den richtigen Strategien das Konto richtig schnell nach vorn bringen. So, das sind also die Strategien und jetzt kommt aber das, wir werden diese Strategien nicht nur besprechen, sondern wir werden alle live handeln. Und live handeln heißt diesmal, wir werden nicht sagen, okay, wir haben einen Trade gemacht, ich zeige Ihnen mal, nein, nein, wir werden jeden Trade während der Webinarsitzungen machen. Das heißt, wenn wir über Strangles sprechen, werden wir in der dazugehörigen Stunde einen Strangle live aufsetzen. Also werden sehen, wie suche ich den Strangle raus, finde ich den richtigen Preis, wie setze ich ihn um, wie bekomme ich ihn gefüllt. Also wirklich von Anfang bis zum Ende. Und sollten wir zwischen den Webinarsitzungen irgendetwas machen müssen, dann bekommen Sie als Teilnehmer an diesem Webinar eine E-Mail, wo drin steht, okay, heute haben wir das und das und das gemacht, sodass Sie wirklich das Trading eins zu eins nachvollziehen können. Also anders als bisher, wo man gesagt hat, okay, wir haben hier Trades und schaut mal 2 Tage später drauf. Jeder Trade live in Echtzeit für Sie. Okay, so, jetzt nochmal kurz zusammengefasst, was ist alles dabei? Und ich bin wirklich froh, weil ich überzeugt bin, das ist unser bestes Webinar, was wir bislang angeboten haben, weil es einfach den meisten Inhalt hat. Nämlich, wir werden 10 Stunden Live-Webinar machen. Das heißt, an 10 Tagen, nicht in Folge, sondern über 10 Wochen verteilt, immer an einem Tag in der Woche werden wir eine Stunde lang ein Live-Webinar machen. Jetzt kommt aber noch dazu, wir werden in den Live-Webinaren den Live-Handel auch machen. Das heißt, die Trades sehen Sie live, die wir umsetzen. Und jetzt kommt Folgendes dazu. Sie erhalten zusätzlich noch 10 extra gedrehte Videos von uns, wo wir die einzelnen Punkte, die wir in der jeweiligen Stunde besprechen, nochmals aufbereitet haben. Und Sie bekommen dieses Video genauso wie diese zusätzlichen PDFs nicht erst im Nachgang, sondern bereits vor der jeweiligen Stunde. Das heißt also, die Sitzungen werden immer Dienstag sein und dann werden Sie die schon ein paar Tage eher bekommen, sodass Sie sich das Video anschauen können, die PDF durcharbeiten können, sodass Sie wissen, was kommt, sodass wir einfach wirklich dann live durch den Stoff schnell durchgehen können und dass Ihnen jeder aber auch versteht, dass man dann schon Fragen stellen kann. Also, dass man nicht erst dort ist, oh, was ganz Neues, sondern man versteht es dann schon. So, das heißt, Video kommt zuvor, PDF kommt zuvor. Wir werden hinterher ein Fragen-Antwort-Webinar machen. Gibt es auch schon einen festen Termin, sodass Sie, nachdem diese 10 Stunden vorbei sind, nochmal fragen können, wenn Sie alles nochmal durchgearbeitet haben, wenn Sie alle Trades gesehen haben. Sie bekommen auch, jeder einzelne Trade wird bis zum Ende verfolgt, egal aber wie lang er da noch drin ist,
selbst wenn das Webinar schon vorbei ist. Sie bekommen so lange Nachrichten, bis alle Trades geschlossen sind, sodass Sie wirklich sehen können, okay, welche Trades sind denn Gewinner geworden. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Verlierer, das würde mich nicht wundern, aber Sie werden sehen, wie das Ganze funktioniert. Start für das Ganze ist der 20. April 2015, ein Dienstag um 18 Uhr, also heute genau in einem Monat. Also heute ist Freitag, aber an einem Dienstag geht's los. 20. April 2015. Und wenn das Webinar vorbei sein wird, so, dann bekommen Sie noch eine DVD, wo alles nochmal drauf ist. Also alle Aufzeichnungen der Live-Webinare, alle Trades, alle Videos, alle PDFs, das Fragen-Antwort-Webinar. Also alles ist dann nochmal dabei in einem extra Video. Also bekomme ich gerade einen Hinweis, der Dienstag ist der 21. Okay, also dann hier nochmal geändert. 21. Sie sehen, das ist beinahe live. Das ist sicherlich durch die Sonnenfinsternis, habe ich schlecht erkannt. Also am 21.04. geht's los, 18 Uhr an einem Dienstag. Okay, so, jetzt natürlich die Frage, was kostet das Ganze? Also dieses Webinar wird 450 Euro inklusive Mehrwertsteuerkosten. All inclusive, da ist alles dabei, keine Extrakosten, das ist der Preis, 450 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Übrigens der Preis auch für alle unsere Kunden in Österreich oder in der Schweiz, also für alle gleich, gibt es keinen Unterschied. So, jetzt können Sie aber den Preis nach unten drücken. Und zwar je nachdem, wie Sie das machen. Wir haben mit CapTrader, unserem Partner, haben wir hier einen Sponsor gefunden, der gesagt hat, okay, wir finden die Idee so gut, weil ja viele gar nicht so große Konten haben und deswegen unterstützen wir das Ganze. Nämlich, wenn Sie noch kein Konto bei CapTrader haben und Sie werden dort Neukunde, bekommen Sie 150 Euro von CapTrader auf Ihr Konto dazugezahlt. Wenn Sie dort sogar mehr als 25.000 Euro einzahlen, bekommen Sie 250 Euro von CapTrader direkt auf Ihr Konto gebucht. Das heißt, Sie bezahlen ganz normal Ihre Rechnung, sagen dann zu CapTrader, hier, ich bin, mach dieses Webinar mit und ich möchte ein Konto eröffnen und zahlt Ihnen CapTrader dieses Geld drauf. Und wenn Sie schon ein Konto bei CapTrader haben und sagen, okay, dann erhöhe ich einfach mal meine Einzahlung um mindestens 5.000 Euro, dann bekommen Sie auch nochmal 150 Euro dazu. So, zusätzlich bekommt jeder von Ihnen, der hier teilnimmt, noch einen Gutschein über 100 Euro. Und zwar, den kann er anwenden für unsere Coaching-Seminare oder Coaching-Lehrgänge, die ja sehr viel länger gehen, sehr viel Live-Handel enthalten. Oder auch für unser Sommerseminar, was dieses Jahr an der Ostsee stattfinden wird. Alle Kunden, die im Coaching Teil 2 im Wiederholungsjahr sind, die also jetzt wieder das Ganze noch machen, die bekommen genau wie abgesprochen 20% Nachlass. Für alle anderen ist der Preis gleich 450 Euro. So, habe ich noch was raus? Nein, das war's. Also, wenn Sie dieses Video jetzt sehen, dann haben Sie auch den Link zur Anmeldung dabei. Wir werden aus technischen Gründen dieses Webinar wieder auf 100 Teilnehmer begrenzen, genau wie die letzten. Deswegen, wenn Sie sich dafür interessieren, melden Sie sich jetzt an über das Anmeldeformular. Das dürfte dann da unten irgendwo sein. Melden Sie sich an, dann sind Sie einer der Ersten, der hier dabei ist. Start 21. April 2015 um 18 Uhr. Da geht's los. Wie gesagt, Sie bekommen dann schon ein paar Tage vorher bekommen Sie schon das erste Video, das erste PDF, sodass Sie sich da reinarbeiten können. Und ich freue mich wirklich sehr auf dieses Webinar, weil wir werden mit diesem Webinar zeigen, dass man eben ein kleines Konto anders handeln muss als ein großes Konto, dass man aber, dass ein kleines Konto kein Nachteil sein muss. Und Sie haben es gesehen bei dem Blick auf mein eigenes Konto, wenn Sie mal auf die Gebühren da anschauen, da geht es auch nicht darum, dass man jetzt Hunderte und Tausende von Trades macht, sondern wenige ausgewählte, gezielte Trades, die haben aber eben eine extrem große Trefferquote und genau das ist das, was wir doch alle suchen, wenn wir so ein kleines Konto nach vorn bringen wollen, weil was nützt uns ein kleines Konto, was mit 5% im Jahr wächst, da muss schon mal ein bisschen Dampf dahinter sein, dass wir das nach vorne bekommen. Das war's für jetzt. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich direkt für dieses Webinar anmelden. Wir sehen uns dann am 21. April und ansonsten viel Erfolg beim Trading und nicht vergessen, wenn man Optionshandel betreibt, wenn man Optionen verkauft, dann tradet man nicht für den Jackpot, sondern fürs regelmäßige Einkommen und hier für das schnelle Wachstum des Kontos. Bis zum nächsten Mal, danke, tschüss und auf Wiederschauen.